Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 Ultimate Team. Wir sind in der laufenden Saison in Liga 7 und sind schon aufgestiegen und können noch den Meistertitel uns sichern. Oh, Sokratis, Gündogan und Müller brauchen neue Verträge. Dann geben wir denen doch mal welche. Vertrag, erstmal die kleinen wegbolzen hier, damit wir die los sind. So, wer braucht, wir brauchen gleich noch eine Fitnesskarte. Wer braucht noch einen Vertrag? Gündogan braucht noch ein Verträgchen. So, und wer noch? Ah, Sokratis. Vertrag, Ding, Boom, wunderbar. So, dann machen wir mal ein Teamtraining, und zwar Fitness. Die letzte kleine weg. So, alle wieder auf 99, das ist sehr gut. Mir wurde ja mal gesagt, ich soll jemand anders ins ZM stellen. Kagawa. Wohl 32 defensiv und er 41. Nee, ich mag De Bruyne irgendwie sehr gerne. Also ich hab den gerne in der Mannschaft. So, wir machen mal weiter und starten mal unser Spiel. Und hoffentlich werden wir dann Meister. Das wäre echt super. Das gibt nämlich viele Münzen. Wir können natürlich Bender ins ZM stellen. Der ist natürlich defensiv der Knaller. Oh, wir haben ein Real Madrid Wappen mit Dortmund Trikot von Seebox 454. Da bin ich ja mal gespannt, wie wir gegen den bestehen werden. FC Snowica. Oh, ein Spieler der Woche Torwart. Und Rooney im ZM? Ist das Rooney? Das ist doch Rooney. Und Schürrle? Den Rest kann ich gerade nicht erkennen. Das war der dominante Verein in der Liga. Der Aufstieg ist sicher und für den Ligatitel brauchen sie auch nur... Nein, du machst ja nicht meinen Trick. Holla, die Waldfee. Oh, ein bisschen lauter. Lang nicht mehr Ultimate Team gespielt jetzt, weil ich so viele Folgen hatte, aber jetzt muss ich wieder ran. Ein Versuch der Balleroberung. Sehr gut gemacht. Nein, nicht. Ah, du sollst zu dem da oben wieder spielen, nicht da. Darunter macht doch keinen Sinn. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Was macht der denn da? Das wäre ein tolles Ding gewesen. Warum macht er das? Damit trifft man doch sehr selten. Würde ich jetzt mal sagen. Oh. Ja, komm, hast. Müller. Sehr schön. Sehr schön gespielt. Ah! Der ist weg. Gündogan. Was? Ich hatte doch noch den Ball, lass doch Vorteil laufen. Kann doch keine Freistöße. Gute Faustabwehr. Nein! Ja! Nein! Nein! Fuck! Ah, da fällt er um. Warum fällt er um? Er darf da nicht umfallen. Sehr schön, sehr schön. Achso, war sogar abseits. Okay. Ich wollte sagen, sonst sehr schön Körpereinsatz, dass wir da, dass er nicht zum Ball kommt. Na, da kommt er dran. Schade. Sehr schön auf Müller. Ah, und er dreht sich genau zum falschen Moment. Sehr schön. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Was? Abseits? Leck mich da, das war doch kein Abseits, Alter. Das war doch nie im Leben Abseits. Never in the life was this offside. Never in the life, Alter. Sehr schön. Der war sehr schlecht. Der war sehr schön. Sehr schön dazwischen gegangen. Reus. Marco Reus. Ah, was verliert Reus denn so viele Bälle heute? Das war schlecht. Ist er durch. Ja, jetzt ist er frei.
Na, das war schlecht, das war schlecht. Jetzt ist das erste Tor gefallen. Ah, schade, Avante Real, ja, ja, Avante, Avante, Rapante, Rapante. Oh, Aguero ist es. Häufiger aufs Tor geschossen. Ja, sie lassen einfach viel zu viele Abschlüsse zu. Ist doch klar, dass es irgendwann klingelt. Komm, hast du noch? Wenn er mal da hingehen würde, weißt du? Kiesling. Da nein, da geht er noch dazwischen. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Müller. Mann! Er macht das richtig, er kämpft und hat den Ball. Sehr schön von Leno. Luis Costa. Ich krieg gegen den keinen Zweikampf gewonnen. Das ist nachlässiges Abwehrverhalten. Uiuiuiuiui. Ein Risikoschuss aus großer Distanz. Von Rooney, Rooney, Rooney. Wayne, Wayne interessiert's, ob Rooney spielt oder nicht. Was war das denn? Was war das denn? Torwart. Ja, da ist er ja fast der elfte Feldspieler. Er holt sich den Ball weit vor dem Tor. Aber richtig gut gemacht und es war wichtig, dass er hier rauskam. Was machen die denn da für komische Spirenzchen, ey? Ah, kommt er wieder dazwischen. Verdammte Kacke. Haben gute wir. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Los, Mann, du bist doch schnell. Reus, warum ist der denn so langsam? Ja, hasse. Nicht nach hinten, was spielt der denn nach hinten? Warum spielt der denn nach hinten, Alter? Das haben schon nie im Leben gedrückt, ey. Dass der, ah, und da geht der nicht hin. Sehr schön. De Bruyne. Komm, jetzt De Bruyne. Sehr schön auf Reus. Wenn der jetzt eine gute Flanke bringen kann. Ah, ein bisschen zu weit nach draußen. Dann wählt er den ab. Da wählt er den ab und bleibt einfach stehen. Mann. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. De Bruyne. Kiesling. Sehr schön. De Bruyne. Ah. Und da wieder dazwischen. Und der Hacke, Mann. Aguero. Hackenkacke. Er ist selten verletzt. Und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Immer, springt immer über die Grätschen. Das Zauberwort an dieser Stelle und nein! Für den Gegner einfach nur ab ins Leere. Sehr schön. Ja, was? Ach komm, das war ein ganz normaler Körpereinsatz. Wo sind wir denn hier, dass sowas abgepfiffen wird, ey? Ja, genau, prügelt euch mal. Das war doch scheiße, war das. Sehr schön. Ah! Komm, Müller. Komm, Müller. Nein! Warum ist der denn so schnell? Was hat denn der für schnelle Spieler, Alter? Schönes Stellungsspiel. Mann, Müller ist jetzt nicht der schnellste, aber so lahm ist er auch. Was war das denn? Da hat der wieder irgendeine von mir zwischengespeichert. Irgendeine Aktion. Verdammte Hacke. Ah, der ist gut. Nimmt er den Ball auf. Ja, da hat er richtig gut mitgespielt. Das nennt man dann wohl modernen Fußball. Ah, oh, der bleibt da wieder stehen und geht keinen Schritt zum Ball hin, weißt du? Keinen Millimeter. Kiesling. Mann. Ja, er hat auf Freistoß entschieden. Ja, der mir wahrscheinlich gar nichts bringt. Ah. Fest den Ball. Marco Reus. Sehr schön gespielt. Wenn er den kriegen würde. Ah! Falls ihr das Klopfen hört, mein Nachbar klopft. Also nicht an meine Tür, hoffe ich. Sondern irgendwo draußen. Kann ihm einer den Ball abnehmen? Danke. Müller. Ja, danke. Wollte gerade sagen, ey. Er könnte auch mal eine gelbe Karte geben da.
Geh doch hin! Geh doch hin! Da geht der nicht zum Ball! Wo geht der denn da nicht zum Ball, Alter? Scheiße! Wie viele Punkte brauchen wir zum Meistertitel? Einen? Ich glaube einen. Oh, er wechselt. Aubameyang, oh, geil, noch einen schnelleren, weißt du? War es ja nicht schon, seine Spieler waren ja nicht schon schnell genug. Ah, legt er sich bald zu weit vor. Hast du wieder? Schieß! Nein! Nein, 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 nein. Fuck! Das wäre es gewesen, Reussi Poissi. Das wäre der Ausgleich gewesen. Scheiße. Reus. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Das vernünftige Flanke, viel zu weit nach außen wieder. Also Flanken. Ja, jetzt Aubameyang, weißt du? So, nix da. Nickes. Reus. Gut. Na, da ist er wieder dazwischen. Ich könnte kotzen. Ach komm, abseits, leck mir im Arsch. Hauptsache mal mit dem Mund gezuckt, lieber Linienrichter. Das ist das Wichtigste. Das ist das neue Feature von FIFA 15. Ja, komm, ich hab's gesehen, hat abseits war. Muss mich nicht 7-mal zeigen. Luis Costa. Ja! Ja! Sergio Ramos. Reus. Sehr schön. Jetzt schick ihn da oben. Marco Reus. Sehr schön. Gefährliche Flanke. Das ist auch noch verletzt. Und jetzt haben sie die Chance. Nein. Überall, wie er das Problem gelöst hat. Entscheidet sofort auf Eckball. Das war knapp. Ist da jetzt einer verletzt oder nicht so? Ich bin noch im Ballbesitz. Verarschen. So, ist da jetzt einer verletzt? Ja, Müller ist verletzt. Ja, dafür kommt dann der Aubameyang, würde ich sagen. Für diesen Spieler endet damit der Arbeitstag und ich glaube, der Trainer hat ihm mit dieser Auswechslung eher noch einen Gefallen getan. Ja, weil er verletzt ist, klar habe ich dem einen Gefallen getan. Alaba, viel zu weit nach draußen, rutscht er auch noch aus. Den konnte er einfach nicht kriegen, diesen Ball. Niemals, also die Flanke ging in Richtung Kareem Abdul-Jabbar. Das war mal Kareem Abdul-Jabbar, das war ein Basketballspieler, blablabla, wir haben immer dieselben Sprüche. Immer wieder erstaunlich, hier sehen wir es auch, wie schluderig man mit Eckstößen umgehen kann. Reus. Toll, wie er das macht. Nein, da hält er den. Das war eine Glanzparade. Fuck you, ey. Fuck you, Alter. Klasse Keeperleistung. Alle Achtung. Oh, guck mal, wie allein der da steht, wie frei der war. Und dann köpft er den 10 Meter übers Tor. Mann, ey. Darf er nicht wahr sein. Geht nix. Geile Aktion, De Bruyne. Von seinem Körper rollt der Ball in Walcott. Wenn du einen Schritt weiter dran geblieben wärst. Ach, leck mich doch. Weißt du, ich habe 30 Chancen pro Sekunde und der hat 2 Chancen im Spiel und macht 2 Tore. Warum geht bei ihm denn immer einer dazwischen und bei mir nicht? Das verstehe ich nicht. Ja, gib mir direkt den Ball ab, weißt du? Auf den einen oder anderen Lapsus ihrer Gegner hoffen. Mein lieber Mann, den hat er klasse gehabt. Ah, das regt mich auf. Es regt mich auf. Das soll jetzt gar nicht böse sein, aber normal nutzt er ja jede Gelegenheit, den Ball aus dem Netz zu holen. Jetzt hat er mal vorher rausgefischt. Da läuft er ganz weit raus und kontrolliert den Ball. Und das ist, meine, genau das ist es an dieser Stelle. Den muss er auch kontrollieren. Nicht einfach nur wegpölen, sondern Kugel aufnehmen, weiterspielen und quasi den nächsten Angriff einladen. Können wir mal wieder den Ball haben oder nicht so? Danke. Ja, hast du direkt wieder. Konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Sehr schön.
Zweikampf um den Ballbesitz. Den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Kann er dir mal den Ball abnehmen, bitte? Meine ja, klar, faul, ey. Wie viel hast du für den Schiri bezahlt? Ach, das war für mich. Sie führen sofort aus. Vorsicht, es ist doch nicht vorbei. Schieß doch einfach mal, du Penner. Mann, da liegt denn der Ball vor den Füßen und der schießt einfach nicht. Darf ja nicht wahr sein. Es muss ein Wurf geben. Alter Vater. De Bruyne. Schon wieder ein schlechter Pass. Das sehen wir heute nicht zum ersten Mal bei ihm. Aubameyang. Ah, wenn er den Ball mal halten könnte, weißt du? Ja, geiler Pass, Gustavo. Geiler Pass. Einwurf jetzt. So will ich das sehen. Kriegst halt eine Gehaltserhöhung. Jesus Navas. Aubameyang. Mann. Grandiose Attacke und das wird belohnt. Ey, der war doch genau da, wo der Ball lang gegümmelt ist. Komm, mach 3-0. Ach komm, leck mich. Faul, ey. Wo spielen wir hier? Im Kindergarten oder was? Mann. Dieser Freistoß war keine richtige. Kannst du ja mal festhalten, du Spasti? Nee, das sieht man auch ganz deutlich. Da hat es schon größere Problemstellungen gegeben. Sergio Ramos. Ich sehe es schon vor meinem geistigen Auge. Gleich rutscht die Kugel ins Netz. Als Maul. Dann haben Sie diesen Sieg in der Tasche. Kann ich mal den haben, den ich haben will? Ja, der ist gut. Da kann ich nicht mal festhalten, weißt du? So ein Pass. Geiler Schuss, Alter. Du hast es echt drauf, Typ. Du hast es echt drauf, weißt du? So zwei Glückstore hier. Mit diesem Pass. Er könnte passen. Gehalten zu. Wie war das kein Abseits? Wie war das kein Abseits? Die Pässe haben wir echt drauf heute. Aubameyang. Jetzt seine Chance. Geht er rein? Also, leck mich am Arsch. So, das wäre es hier aber jetzt gewesen, wenn der Keeper auch noch ausgetanzt hätte, aber der ist wach. Ja, schade. Geht da gut los, meine neue Aufnahmesession hier. Da läuft er durch den Pfosten, der Rufier. Der Schlusspfiff ist unparteiisch. Komm, mach weg die Scheiße. Mach weg die Scheiße. Das will doch keiner sehen's. Nur Witzer, ey. Mann. Warum kann man diese Scheiße nicht überspringen? Ich verstehe es nicht. Ein Punkt. Ein Punkt für den Titelgewinn. Und das gibt gut Münzen. Okay. Nächste. Warte mal, wir können mal gucken, ob wir nicht vielleicht die Mannschaft mal umstellen. Weil einige haben mir nicht so wirklich gefallen. Wen haben wir denn noch? Wir hätten Subotic statt Sokratis. Nee. Schürrle? Nee. Wir machen mal Kagawa. Kagawa ist aber nur im Dribbling und im Tempo besser. Nee, das macht keinen Sinn, die zu tauschen. Oh, du brauchst einen neuen Vertrag. Ja, dann kriegst du einen. Immobile.
Thiago, Aubameyang, Hüntelaar. Ja gut, Hüntelaar ist natürlich, warum ist der eigentlich nicht auf der Bank? Ach, weil ich den nicht mochte, ne? Deshalb ist er nicht auf der Bank. Wir machen mal den Bender statt dem De Bruyne rein. Nein, nee, nein, 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 nein. So. So, und De Bruyne geht für einen Gustavo. So, schauen wir mal, ob der Sven Bender da was besser machen kann. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Lasst mir doch eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal im letzten Spiel der Saison bei FIFA 15 Ultimate Team. Macht's gut. Tschüsschen.